Ernsthaft, ihr guckt immer noch die Videos über Pierre Vogel? Na, ich sollte mich lieber nicht beschweren. Ich meine, alles in allem, euch gefallen meine Videos und hey, er ist mit Evolution durch. Jetzt kann ich mal ganz viel Blödsinn labern, oder? Na, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und weiter geht's mit Pierre Vogel. Es gibt also eine Art Ijma, dass du in jedem Teil der Erde, in jedem Teil der Erde findest du Leute, die an Gott geglaubt haben. Und Anthropologen sagen, dass wenn du eine Eigenschaft von Menschen in jedem Teil der Erde findest, irgendwie ein Glaube an ein höheres Wesen, dass diese Sache dann kein, wie die Kommunisten und so weiter sagen, einfach eine Erfindung ist. Weil du kannst dich überall auf der Welt dasselbe erfinden. Natürlich, die Religionen sind anders, aber der Glaube, dass es einen Gott gibt, gibt es überall auf der Erde irgendwo. Ob die den jetzt Vishnu nennen oder ob die den Atnatu nennen, wie zum Beispiel die Aborigines in Australien, oder ob die den Manitou nennen, wie die Indianer. Aber überall gibt es ein Konzept von einem Schöpfer. Und hier ist die Sache, dass wie gesagt, Anthropologen sagen, dass das ein Beweis ist, dass diese Sache nicht einfach irgendeine Erfindung ist, sondern wie eine vererbbare Sache ist. Denn, wie zum Beispiel, alle Menschen haben auf der Welt gemeinsam Geschlechtsverkehr, Essen, Trinken und so weiter. Wie die jetzt trinken, wie die essen, das kann sich unterscheiden. Wie die sich kleiden, die kleiden sich. Wie die sich kleiden, ist anders. Okay, es gibt natürlich manche im Dschungel, die laufen fast nackt rum, aber die haben trotzdem immer noch eine Art von Kleidung. In der Art. Aber die Kleidung ist da, das heißt, es ist eine menschliche Eigenschaft. Wow, das fing ja gar nicht mal so schlecht an. Okay, es gibt natürlich so ein paar Kleinigkeiten, auf denen ich rumhacken kann. Zum Beispiel im Buddhismus gibt es überhaupt keine Schöpfungsgötter. Das wird, wenn überhaupt, von den Religionen umrum übernommen. Dann im Shintoismus gibt es nicht wirklich Götter, die was geschaffen haben. Die Erde gab es schon und die Götter haben dann nur noch so ein paar Inseln und Berge drauf gebastelt. Aber das kann man alles so ein bisschen aus der Hand gleiten lassen. Im Groben genommen ist das gar nicht mal so falsch, was er da sagt. Warum bin ich auf einmal so freundlich? Nun, mein Arzt sagt, nach dem fünften Bypass soll ich mich nicht immer so viel aufregen. Und er hat, ja, ich weiß nicht, ob ich das überlebe, es zu sagen, aber Pierre Vogels Aussage deckt sich zum Teil mit meinen Glaubensvorstellungen. Oh, das tat weh. Ganz tief drin ist was zerbrochen. Aber ja, was Pierre Vogel hier sagt, mit überall gibt es Religion, da ist dann wahrscheinlich was hinter, ist, wenn man es lose betrachtet, Teil meiner Glaubensvorstellung. Wenn es überall einen Gewittergott gibt, dann wird da wahrscheinlich was dahinter sein. Allerdings heißt das nicht, dass die Ethik und Moral jeder Religion auf der Welt automatisch richtig ist, nur weil es deren Götter vielleicht geben könnte. Es heißt nur, dass wenn überall irgendwas verehrt wird, dann wird es vielleicht wohl irgendwas gegeben haben. Das muss nicht so sein, aber man kann darüber ja argumentieren in einer vernünftigen, angemessenen Art. Wenn ihr wollt, mache ich mal ein Video drüber, damit ich jetzt nicht so ewig weiter quassel. Also, wir fangen an und Pierre Vogel hat das schon mal gar nicht so falsch am Anfang. Aber ich bin sicher, er wird es noch tierisch versauen. Und hier haben 1997 in einer Universität in Kalifornien, Berkeley, dort haben Wissenschaftler festgestellt, bei dem Gehirn, dass im Gehirn, die haben das Godspot genannt, Godspot, dass wenn man diesen Punkt stimuliert, dass dann religiöse Gefühle erweckt werden. Okay, ich will jetzt hier nicht böse klingen, aber Pierre, warum bist du so unheimlich dämlich? Ich meine, du fängst intelligent an mit, ja, alle Menschen glauben, da kann das ja nicht ganz so falsch sein. Und kommst dann wieder mit, da ist so ein Punkt, wenn man nicht stimuliert, hat der Mensch religiöse Gefühle. Wenn man im Gehirn irgendeinen Punkt stimuliert, passiert was. In meinem Gehirn gibt es bestimmte Punkte, wenn man die stimuliert, denke ich, ich wäre Napoleon. Das heißt aber nicht, dass ich Napoleon bin. Von daher, ja, wäre ich einer von diesen bösen Atheisten, gegen die Pierre ja hier argumentieren will, würde ich ihm damit so dermaßen den Arsch versohlen. Aber weil ich weiß, da kommt noch bestimmt was Schlimmeres, lasse ich das mal wieder unter den Tisch fallen und warte, was er sonst noch so bringt. Zeigt, dass der Mensch mit dieser Eigenschaft geschaffen wurde.
Ja? Und hier ist etwas ganz wichtig, was wir wissen müssen. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran. Das müsste normalerweise Surat al-Araf, Vers 177 sein. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَدَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ذَلِكَ غَافِلِينَ. Ja? Das heißt, ich will mal kurz gucken, wo der Vers ist. Also, und als dein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Ja? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَدَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ذَلِكَ غَافِلِينَ. Inna kunna an hadha ghafilin, Entschuldigung. Inna kunna an hadha ghafilin, ja. Nicht inna kunna an dhalik ghafilin, inna kunna an hadha ghafilin. Also, wie ich das schon übersetzt habe, dieser Vers am besten mal auswendig lernen. Das heißt, Allah hat, bevor wir zur Existenz kamen, uns schon, und manche sagen in einer spirituellen Form, da gibt es Unterschiede, der Vers hiervon, bezeugen lassen, dass Allah unser Herr ist. Deswegen sagen zum Beispiel einige Gelehrte, dass, was die Rububiyya von Allah angeht, dass es einen Gott gibt, gibt es keine Ausrede. Du hast keine Hujja vor Allah am jüngsten Tag. Dass du sagen kannst, ja, hallo, ich hatte keine Ahnung gehabt. Du hast vielleicht eine Ahnung in Tafsir, Details und so weiter und so fort. Aber nicht in dieser Sache. Das ist ein Tafsir davon. Okay, ich möchte eben kurz zwischencutten. Das hat zwar nichts mit dem eigentlichen Hauptargument zu tun, der labert hier ja seit Ewigkeiten, aber ich möchte das kurz anmerken. What the fuck? Okay, in der heutigen Zeit können wir sagen, wir haben flächendeckend Informationsverbreitung, entweder Zeitung oder Zeitung, Fernsehen, Radio, Internet, irgendwas ist immer da. Oder sagen wir mal, in 80 bis 90% der Welt ist das da. Und da, wo es nicht da ist, kennt man den Islam eigentlich, also Afrika und so. Aber lass es mal beiseite. Wir können sagen, heute gibt es flächendeckende Verbreitung. Und wenn man in seinem Schädel irgendwie drin hat, Allah ist der einzig wahre Gott, und wenn du nicht an Allah glaubst, kommst du in die Hölle, kann man das sogar noch irgendwie rechtfertigen, wenn man sagt, ja, die Leute wissen, dass es den Islam gibt, und wenn die da nicht dran glauben, dann kommen die in die Hölle. Aber ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass der Islam um 600 nach Christus rauskam. Das heißt, der Islam, der 600 nach Christus entstanden ist und noch weiter zurückgreift mit seinem, ja, vor uns waren ja die Christen und dann die Juden, das musst du auch noch alles mit reinzählen. Also, sagen wir mal, du bist ein Reisbauer in Japan. Du bist abgeschieden von der Welt, auf deiner Insel, du kennst deinen Feudalherrn, du kennst die Hauptgötter des Shinto und deine Regionalgötter. Du hast von Allah noch nie was gehört. Und dann kommt Allah und sagt, ich habe dir aber, als du ein Säugling warst, gesagt, dass ich existiere, also kommst du in die Hölle. Ja, das macht etwa so viel Sinn, wie zu sagen, ich habe meinem Sohn bei seiner Geburt gesagt, wenn er einmal anfängt rumzufurzen, wenn Gesellschaft da ist, dann gibt's den Arsch voll. Jetzt ist er 23, jetzt hat er einen Fahnen, das versuche ihm so dermaßen den Arsch mit der Kettensäge, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ich habe ihn ja gewarnt. Das ist absolut behämmert. Aber hey, was willst du erwarten? Machen wir weiter mit seinem Hauptargument. Er wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen. Aber was auf jeden Fall der Tafsir von der Sache ist, dass jeder Mensch mit einer natürlichen Veranlagung für den Glauben an Allah erschaffen wurde. Und schau mal jetzt, subhanallah, da finden auf einmal Wissenschaftler im Jahre 1997 einen Punkt im Gehirn, Allahu alam, ob das jetzt mit dieser Sache zusammenhängt, ja, das kann ich nicht sagen, aber trotz alledem finden einen Punkt, wo sie sagen, das ist der Godspot, wo religiöse Gefühle animiert werden, im Gehirn, den jeder Mensch hat, subhanallah, Allahu alam, und Allah, der Prophet, a.s.w., sagt, ma min mauludin illa yuridu ala fitra, es gibt kein Neugeborenes, das nicht
auf der Fitra geboren wird, die natürliche Veranlagung für den wahren Glauben an Gott, für den Monotheismus. Ja? Also sagt er, فَأَبَوَهُ يُهَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ. Dann sagt er, und die Eltern, die machen es dann zu Christen, Juden oder Majusis, ja, Feueranbeter. Und deswegen etwas ganz Wichtiges in der Dawa, liebe Geschwister im Islam, der Mensch, unterschätze nichts vom Islam, was du jemandem gibst. Der Mensch, der weiß im Inneren, wenn seine Fitra noch etwas gesund ist, dass der Islam die Wahrheit ist. Okay, diese Art Argumentation ist so, ja. Okay, gehen wir das Ganze nochmal von vorne rein, von vorne bis hinten ganz komplett durch. Pierre Vogel fängt an mit, ja, diese Wissenschaftler haben da so diesen Godspot gefunden. Wenn man den stimuliert, dann haben die Menschen religiöse Gefühle und das haben alle Menschen. Und das deutet er einen Vers im Koran so, dass er auf diesen gefundenen Godspot in Anführungsstrichen passt. Mit, ja, Allah hat schon allen Menschen vor der Geburt gesagt, dass er existiert. Und das ist der Beweis, weil man religiöse Gefühle aus dem Gehirn hat. Wie er jetzt von Godspot auf Allahspot kommt, habe ich keine Ahnung. Okay, nur weil ich im Gehirn einen Punkt habe, den ich stimulieren kann, um dann irgendwas zu fühlen, kann ich nicht sagen, und darum existiert Gott. Wenn mein Gehirn stimuliert wird, dann entsteht daraus etwas. Das ist ganz normal. Das heißt aber nicht, dass das, was ich empfinde, wirklich so ist. Wenn man im Gehirn bestimmte Punkte manipuliert, dann werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass man sich verliebt oder zumindest verliebt fühlt. Man braucht das nicht mal mit einer Person machen. Der Typ kann sich eine Ziege angucken, es werden bestimmte Punkte stimuliert, dann macht das Bzzzt, Stimulation durch, Hormone werden ausgeschüttet und er hat romantische Gefühle für eine Ziege. Das heißt nicht, dass er einen Fetisch für Ziegen hat, das heißt, dass man das Gehirn stimulieren und manipulieren kann. Ich würde wetten, dass wenn ich irgendjemanden mit einem Doktorkittel und bei Elektronen, der verrückt genug ist und die Ethik nicht hat, die man eigentlich haben sollte als Arzt, wenn ich den Typen finde, könnte ich mir sagen, komm, wir schnallen jetzt Pierre Vogel auf den Stuhl, manipulieren ein paar Knotenpunkte in seinem Hirn und zack, er denkt, er wäre Napoleon oder ein Huhn. Oder er denkt, er wäre ein Huhn, das denkt, es wäre Napoleon. Man kann mit dem Gehirn alles anstellen, nur weil man sagt, ich habe jetzt hier einen Punkt gefunden und wenn man ihn stimuliert, dann hat man religiöse Gefühle, heißt nicht, dass automatisch es einen Gott geben muss. Das heißt nur, dass Menschen dazu in der Lage sind, religiöse Gefühle zu empfinden, wenn bei ihnen irgendwas manipuliert wird. Wenn man dann auch noch sagt, wir kommen jetzt von Godspot, man empfindet irgendwelche religiösen Gefühle, zu Allahspot, ein extraterrestrisches, unweltliches Wesen hat vor der Geburt jedem Menschen einmal in den Kopf gepopelt und gesagt, so, ich bin da, jetzt hast du da einen Punkt. Ist, ich würde mal es freundlich ausdrücken, etwas weit angenommen. Das wäre so, als wenn ich sagen würde, ich habe bewiesen, ich kann Brot backen. Das heißt, es gibt Brot, es gibt einen Backofen. Logischerweise, weil ich Brot backen kann, kann ich auch einen Golem herstellen aus Lehm, der Backofen funktioniert ja, mit dessen Hilfe ich Menschen töten kann, weil, hey, wenn ich Brot backen kann, dann kann ich auch mystische Wesen backen, die Menschen für mich töten, oder? Das nur eben zu dem, das gibt dann den Godspot und darum existiert Allah, Dingens. Das kann man eigentlich wirklich für jeden Gott nehmen. Man kann sagen, dieser Godspot ist das alte. Man kann sagen, dieser Godspot ist der Punkt, wo damals Odin und seine Brüder das Stück Holz berührt haben, aus dem sie die ersten Menschen gemacht haben. Bumm. Nordische Religion ist richtig. Das ist der Punkt, warum du das weißt. Oh. Wenn man 5 Minuten drüber nachdenkt. Okay. Nochmal eben, warum, wie ich jetzt hier argumentieren werde beim Vogel.
wenn er irgendwie sagt, das ist der eins und ein, das ist der super Beweis für Allah, das kann für keine andere Religion gelten. Dann suche ich mir eine andere Religion und gucke, ob ich das irgendwie umdeuten kann. Wenn man irgendeinen Beweis hat, der für 5, 6, 7, 8, 9, 20 Götter gilt, dann kannst du nicht sagen, ja, das ist jetzt der eindeutige Beweis für Allah. Und wenn die Beweise absoluter Schwachsinn sind, dann sage ich es euch von vornherein. Ja, und wir machen weiter. Deswegen, Brüder, siehst du Leute, wie bei keiner anderen Religion, die den Islam annehmen, weil die auf einmal ein Gefühl bekommen haben, die haben zum Beispiel einen Vers vom Koran gehört. Der geht ins Herz rein und die werden Muslim. Ich spul mal ein wenig und dann sage ich meine Meinung. Da war eine Person gewesen, der hat uns gesagt, ich habe die gefragt, ja warum? Vergesse wieder nach Hause fahre jetzt im Winter. Ich bin so ein Chaot, aber auch egal. Bullshit, das ist Bullshit. Nehmen wir mal an, die Story, die ihr nicht gehört habt, wäre richtig und irgend so ein Typ kam dahin, ich bin Atheist, die Islam ist kacke. Also ich habe es 4 Stunden angehört und kam dann raus, hey, ich bin jetzt voll geil Moslem. Nehmen wir an, das wäre wahr. Nehmen wir mal an. Ich glaube zwar nicht, dass irgendein Atheist einfach so aus Jux und Dollerei zu einem Dawa-Kurs hingeht und sich berieseln lässt, aber nehmen wir mal an, das wäre wahr. Nehmen wir an, alle Geschichten über irgendwelche Wunderkonvertierungen wären wahr. Man geht da hin, hört eine Silbe vom Islam, kriegt einen riesen Orgasmus und sagt, ich bin jetzt Moslem. Es ist immer noch Bullshit. Bullshit. Erst einmal. Andere Religionen haben denselben Käse. Gib mal einfach ein Christian Conversion irgendwas bei YouTube. Und ihr findet einen Haufen Videos von Leuten, die sagen, das Christentum ist die wahre Religion, weil ich habe da aus der Bibel, ich habe da so in der Kirche, habe aus der Bibel vorgelesen und da voll Hardcore-Atheisten kamen da rein, haben irgendwas von Jesus gehört und sagen, ah, jetzt sind wir auch Christen. Das gibt's in jeder Religion. Jede Religion behauptet, diese Menschen haben ein Zeichen gesehen und sie wurden hier beliebige Religion einfügen. Dass das im Islam passiert, ist kein Beweis, dass der Islam die einzig wahre Religion wäre, weil alle anderen Religionen dasselbe haben. Es gibt Christen, die sagen, ja, es gibt Dörfer in Afrika, die hatten noch nie was von Jesus gehört. Da kam da ein Priester vorbei und kasam alle Christen. Innerhalb von 2 Tagen, alle voll. Das kann mir keiner erzählen, dass das ein Beweis für irgendwas wäre. Weil alle anderen das genauso handhaben. So, nachdem ich hier jetzt 5 Minuten von sinnlosem Gebrabbel überspült habe, können wir ja weitermachen. Hier ist zum Beispiel, in der, das ist der 17. Vers. Da sagt Allah, أَفَلَيَنْ ذُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Übersetzung, ja. Schauen Sie nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind. Und das heißt auch den Regenwolken, dieses Wort, إِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Guck mal, das... Und das siehst du in vielen Versen im Koran, wo Allah sagt, schauen Sie nicht dorthin, schauen Sie nicht dorthin. Haben Sie den Himmel nicht angeschaut? Weil in der Schöpfung, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wa nahar la ayati li ulil albab. In dem Wechsel von Tag und Nacht, in der Schöpfung von Himmel und Erde sind Zeichen für Leute, die Verstand haben. Guck mal, Allah sagt das an vielen Stellen. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at. Und so weiter und so fort. Das heißt, du hast so viele Dinge. Du hast so viele Verse, wo Allah auf diese Schöpfung aufmerksam macht. Das heißt hier, zum Beispiel dieser Surat al-Rashi, ja, guck mal, die wird jedes Mal in Jumu'ah gelesen. Aber wer hat sich Gedanken darum, warum sagt Allah das? أَفَلَا يَنْذَرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ und so weiter und so fort, ja? Warum? فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. So Ermahner, du bist ein Ermahner, warum macht Allah das? Du musst dir Gedanken über die Schöpfung anmachen, denn die Schöpfung ist gewaltig. Und diese gewaltige Schöpfung kann nur von einem gewaltigen Schöpfer erschaffen worden sein. Nein. So, und dann siehst du diese Zeichen, dann kommst du mit diesem Beispiel. Was ich eben gesagt habe mit der Farbe. Du machst einen Eimer voller Farbe und du klatschst ihn an die Wand. Auf.
Ja, die Atheisten sagen, ja. Die Bitte. Atheisten sagen, kann sein, dann hast du das Bild von Mona Lisa. Wenn du das dann unendlich oft wiederholst, irgendwann kommt das Bild von Mona Lisa. Nee. Hör doch endlich auf mit dem Scheiß. Ist Schwachsinn ist das. Und dann sagen die, die an Gott glauben, sind irrational und unlogisch. Was ist unlogisch? Bitte halt deine Jede Nachbarsfrau. Schnauze, bitte. Eine einzige menschliche Zelle. Guck mal dein Auge. Mit deinem Auge schaust du jetzt nach hinten. Jetzt hier hin. Entschuldigung, ich brauche eine Minute. Oder ich meine den Vogel an. Wieso fängt er wieder mit der scheiß Evolution an? Wieso? Wie kommt das, dass du mit deinem Augen Farben aufnimmst, mit deinem Auge Farben aufnimmst, dass die im Gehirn verarbeitet werden, so dass du ein Bild wahrnimmst? Das ist doch ein Wunder an sich. Stell dir mal vor 500 Jahren hätte man jemand erzählt, man hat eine Videokamera, wo man laufende Bilder aufnimmt, oder vor 1000 Jahren. Der hätte dich für völlig wahnsinnig gehalten. Heute haben wir ein Navigationssystem. Stell dir mal vor, was weiß ich, wie viele Jahre hätte jemand gesagt, ja, wir haben ein Navigationssystem, wir haben Satelliten zum Himmel geschossen und der zeigt, achtet dann genau, wo du bist und der zeigt dir dann, und dann ist eine Stimme, kannst aber einstellen, entweder eine Frau oder ein Mann, der sagt dir den Weg. Ach, der hätte zu dir gesagt, du bist nicht ganz dicht in der Birne. Entschuldigung, es geht wieder. Ich dachte nur, wir wären endlich durch mit diesem Scheiß von wegen Evolution und dann kommt er wieder an. Also ich fasse nochmal zusammen, für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, weil sie sich übergeben mussten oder so. Die Sachen sind Pierre zu kompliziert und darum muss das einen Schöpfer geben. Die andere Möglichkeit wäre, er ist zu doof, um es zu kapieren, aber das passt nicht in seine Argumentationsstruktur. Also machen wir weiter. Wenn ich wieder zusammenbreche, dann wisst ihr ja warum. Ach, guck mal jetzt. Das sind Erfindungen, die Menschen gemacht haben. Was ist mit deiner Niere? Das ist deine Kläranlage, die Tag ein, Tag aus in jeder Sekunde hunderte chemische Analysen macht. Überleg mal. Wer hat das erschaffen? Ist er von selber entstanden? Em chulikum in em humul sind die aus Nichts erschaffen worden oder sind sie die Erschaffer? Das kommt nachher noch, inshallah. Das heißt, du bringst diese Beispiele, das Haus, und sagst zu ihm: Hör mal, wenn ich mit dir, glaub es mir. Spätestens hier ist der Atheist schon mal zum Agnostiker geworden. Er ist schon mal einen Schritt näher gekommen. Und wenn er die Wahrheit will, wird er an diesem Tag an Gott glauben. Sag zu ihm: Jede Zelle in diesem Raum ist ein Beweis für einen Schöpfer. Wenn du durch die Wüste gehst, da steht ein Haus mitten in der Wüste mit Klimaanlage, Brunnen, allem drum und dran. Gehst du davon aus, hier ist irgendwie ein Kamel tot umgefallen, dann ist die Erde erschüttert worden und dann stand da auf einmal ein Haus oder wie? Und hier war ein Wirbelwind oder ein Erdbeben oder eine Explosion? Aber die Amerikaner haben eine Atombombe ausprobiert oder sowas in der Wüste. Nee. Keiner kommt auf die Idee, wird sagen, du bist bekloppt. Meine Damen und Herren, das Uhrmacher-Argument, der Klassiker unter den kreationistischen Argumenten, und es ist so blöd wie nur irgendwas. Das Problem mit dem Uhrmacher-Argument ist zum einen, dass man sagt, wir können ja diese biologischen Regeln nehmen, die vollkommen aus dem Zusammenhang reißen, irgendwie falsch darstellen und dann sagen, da muss ja was passieren. Nur weil ich sage, Survival of the Fittest und Mutation im Zusammenhang funktioniert, wie ich das in den vorherigen Videos schon ein paar Mal gesagt habe und jetzt leider wiederholen muss, wenn ich eine Lebensform habe, die in einem bestimmten Gebiet lebt und Nachkommen, so und irgendwelche Nachkommen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, Klammer auf Zufall, Klammer zu, eine Mutation haben, die es ihnen erlaubt, in dieser Umgebung besser zu überleben, ist es wahrscheinlich, dass sie überleben und ihre Gene weitergeben. Und diejenigen mit nachteiligen Mutationen oder ohne Mutationen sind, also ist bei denen ist es wahrscheinlicher, dass sie sterben und somit ihre Gene nicht weitergeben können. Das heißt, Mutation und Selektion zusammen funktioniert. Wir haben Evolution. Alles soweit begründbar. Dass man jetzt sagt, Makroevolution und Mikroevolution, frage ich mich nicht, was noch alles, wäre so wie zu sagen, ja, ich glaube dir zwar, dass du mit deinem Auto 1 Kilometer fahren kannst, aber 2 Kilometer, das ist unglaublich. Das kannst du ja nicht beweisen. Von daher,
doofe Anwendung. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt einen Haufen Steine, die müssen jetzt ja Mutation und Selektion machen innerhalb von 10 Minuten und mir ein Haus mit Klimaanlage bauen, sonst glaube ich das nicht. Des Weiteren haben wir hier neben der vollkommen abstrusen, wir ziehen jetzt irgendwelche Sachen daraus und setzen das vollkommen falsch um, eine fehlerhafte Darstellung. Das Uhrmacher-Argument sagt, die Sachen müssen irgendwo herkommen. Das heißt, wir haben hier, wenn wir das etwas runterbauen, haben wir den Erbauer oder den Handwerker oder was auch immer, je nachdem, was wir als Beispiel haben. Bleiben wir beim Haus. Wir haben dann den Erbauer des Hauses und der ist dann der, Anführungsstrichen, Schöpfer des Hauses. Hat die Steine gekauft, aufeinander gebastelt, Zement, Fenster rein, Tür und Klimaanlage, Kabelanschluss, alles fertig. Das Problem dabei ist, dass nie in Frage gestellt wird, woher kommt auf einmal der Zimmermann, der das Haus baut. Das Haus muss ja irgendwo herkommen. Wo der Zimmermann herkam, ist mir jetzt wurscht. Während die Evolution sagt, ja, diese Zimmermänner gibt es, aber die arbeiten nach einer ganz bestimmten Vorgehensweise. Erst kommt da der Handwerksmann, der heißt Selektion, und der nimmt dann die Materialien, die man braucht. Das Minderwertige wird ausgesiebt, das Positive wird behalten. Dann kommt der heißt Mutation, der baut die Sachen mal anders zusammen und guckt, wie es läuft. Ein Dreieck? Nee, steht nicht. Ein Kreis? Nee, fällt auseinander. Ein Kasten? Jo, Kasten hält. Dann kommt die Selektion wieder, das Holz ist scheiße, wir bauen da Steine rein. Jo, Steine halten. Da ist das Dunkel da drin, da sagt die Selektion Löcher. Jo, Löcher ist super, dann baut da die Mutation, baut Handwerksmann Mutation da Löcher rein. Jo, jetzt haben wir Fenster. Sollen wir noch irgendwie was vormachen? Jo, Pappe? Nee, Pappe lässt kein Licht durch. Holz? Auch nicht. Glas? Jo, Glas passt. Da hat der Zimmerwerksmann Mutation die Sachen durchprobiert. Da passt das. Jetzt kommen wir, wie kommen wir hier raus? Ja, da macht er doch ein Loch rein. Da macht der Mutation ein Loch. Ja, das ist zu groß. Da fällt das wieder auseinander. Aber ein anderes Loch, nee, das ist zu klein, da kommt man nicht durch, da macht er noch, das ist genau richtig, da kommt man durch, aber stabil bleibt es trotzdem. Und so weiter. Das heißt, wenn man nicht einfach nur sagt, das muss jetzt die Natur selber machen, obwohl die Mechaniken dafür nicht existieren, sondern wenn man dann die Mechaniken, die man für die Evolution annimmt, auf das Modell mit überträgt, das man hier hat, also man hat zwei Handwerksmänner und die heißen Selektion und Mutation und probieren so lange rum, bis das dann klappt. Was übrigens Evolution heißt. Ja, Mutation probiert rum und Selektion sagt, nee, das passt gar nicht. Dritter Penis bei Affen, das wird sich nicht durchsetzen. Und so geht es dann immer weiter, bis dann die sinnvollen Sachen, bis dann Mutation probiert so lange rum, bis was Sinnvolles rauskommt. Die sinnvollen Sachen sagt Selektion, jo, behalten wir. Und die sinnlosen Sachen sagt Selektion, nö, das geht gar nicht. Indem die Selektion zum Beispiel dann sagt, der kann auch gar nicht laufen, guck mal, hier schickt man einen Löwen nach. Siehst du, der Affe kann nicht laufen, Löwe haut ihn tot. Sagt Mutation, ja, jetzt mache ich mal einen langen Bein, der kann viel schneller laufen. Schickt dann Selektion wieder einen Tiger hinterher, hey, diesmal ist er entkommen, das ist ja positiv, der kann seine Gene weitergeben. Ich habe das jetzt gerade so erklärt, dass es auf das Beispiel passt. So wie man es einem Kind erklären würde. Und ich sag euch, wenn ich das so Pierre Vogel erklären würde, dann würde er sagen, ja, du glaubst ja an zwei Götter, die heißen Selektion und Mutation, ist ja alles gezielt und das kann sich ja nicht, gar nicht beweisen und den Bedieb. Also, ja. Wo war ich? Ach ja, Uhrmacher-Argument ist doof, weil es scheiße dargestellt ist und niemand fragt, wo der Handwerker herkommt. Nachdem wir das geklärt haben, mache er weiter, der Vögel. Also wie kannst du akzeptieren, dass all das, was wir vorhin sehen, ohne Schöpfer entstanden ist? Bruder, wer jetzt noch... Bruder, ich kenne einige Leute, die diskutieren mit einem. Und die sagen, ja, ich habe dem Argumente gebracht, aber er hat nicht geglaubt. Achi, es gab jemanden, der bessere Argumente hatte als du, der weiser war als du, der die besten Argumente hatte, und das ist der Prophet Muhammad a.s. Es gab Leute, die haben nicht geglaubt. Bruder, deine Aufgabe ist, gute Argumente zu suchen. Es gibt sture Böcke.
Achi, Abu Leheb, der in der Hölle ist, hat nie akzeptiert. Nie akzeptiert. Obwohl er genau wusste, dass der Prophet Muhammad a.s. die Wahrheit sagt. Deswegen, deine Aufgabe ist nicht, die Menschen recht zu leiten. Deine Aufgabe ist, ihnen die Rechtleitung zu präsentieren, den Islam. Wenn er nicht an den Pech gehabt, sein Problem. Du hast deinen Lohn, dass du ihn aufgerufen hast. Weil ich erlebe, dass so oft Leute kommen zu mir, ja, ich habe dem all das gesagt, aber er hat trotzdem nicht geglaubt. Er hast gedacht, du sagst mir jetzt ja so, dann sagt er, oh ja, alles klar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kann auch passieren, aber muss nicht passieren. Okay, erstmal. Wenn dieser Ali Baba Döner Mann irgendwas genau wusste, dass Mohammed recht hat, warum hat er dann gesagt, nö, ich glaube nicht und gehe freiwillig in die Hölle? Wenn er gewusst hätte, dass er recht hat, hätte er gesagt, von mir aus soll er sich eben keinen Schinken mehr und lass den Alkohol weg. Die ist ja auch nicht so schlimm. Dann bete ich 5-mal am Tag und dann Helausa, Ewigkeit im Paradies, 72 Jungfrauen und so weiter. Kein Mensch, der klare, eindeutige Beweise hat, wohlgemerkt richtige Beweise, nicht den Scheiß, den Vogel hier verzapft, dass Allah wirklich existiert und uns dieses Paradies mit Bitches, Bier und so weiter gibt, würde sagen, nee, ich glaube trotzdem nicht, weil wegen Prinzip. Jeder würde sagen, jeder Atheist würde sagen, ja komm, wenn das stimmt, dann muss das ja wohl. Atheisten sagen ja nicht, nee, ich glaube nicht an Gott, weil ich mich deswegen cooler fühle, zumindest die meisten nicht, sondern sagen, ich glaube nicht an Gott, weil die Beweise für ihn nicht da sind. Wenn du, klar, wenn Allah auf einmal auf die Erde kommen würde und sagen, Bitches, ich bin Allah, betet mich an, da kriegt ihr im Paradies einen eigenen Wohnwagen mit Bier und Bitches, da würden die Atheisten sagen, ja, den Allah gibt's, können wir ja mal nochmal drüber reden. Atheisten sagen nicht, nee, ich will nicht glauben und deswegen mache ich auch nichts und bäh, sondern die sagen halt, ich glaube nicht, weil es keine Beweise dafür gibt, dass da was da ist. Ob das nur Allah ist oder Dings, ist scheißegal. Des Weiteren, über die Leute, die zu Pierre Vogel kommen und sagen, ich habe denen alles gesagt, was du mir gesagt hast und die haben nicht geglaubt. Wenn mir jemand den Scheiß erzählen würde, den Vogel hier verzapft, würde ich den Typen an der Kehle packen, in die nächste Bücherei zerren, dem die nötigen Fachbücher vor die Natz knallen, den im Internet rumführen und dann sagen, so, jetzt erklär du mir doch mal, wieso lauter Experten dafür sind und die zwei Experten, die du nennen kannst, sind auf einmal dagegen. Warum sind deine Expertenquellen mindestens 40 Jahre alt und die Leute, die dafür sind, sind von jetzt? Warum laberst du Blödsinn, du hast nichts verstanden und ich kann das vernünftig erklären? Wenn die dann sagen, ja, aber der Pierre hat das so erzählt, dann sage ich denen, du, der Pierre ist aber doof. Und weil der Pierre doof ist, ende ich hier jetzt mal und wir sehen uns im nächsten, hoffentlich letzten Teil. Bis denne und tüdelü.